Yo, Joe! G.I. Joe, die Abrechnung. Ja, waren wir wieder einmal im Kino, ne? Diesmal bei G.I. Joe, die Abrechnung, der zweite Teil von G.I. Joe. Der erste, G.I. Joe, Geheimauftrag Cobra, kam 2009 im Kino. Und G.I. Joe, die Abrechnung, sollte eigentlich schon letztes Jahr im Kino kommen, hat sich dann aber verzögert, weil sie den Film nochmal in 3D umwandeln wollten. Ob sich das gelohnt hat, da gehen wir gleich noch drauf ein. Erstmal ein paar Worte zu... Ja, also es geht praktisch, also der zweite Teil knüpft praktisch perfekt an die erste an. Im ersten Teil am Ende war es ja so, dass der Präsident der Vereinigten Staaten von, wie hieß er doch gleich? Ja, keine Ahnung. Ich hab den Namen vergessen. Also jedenfalls von so einem Typen, der so seine Haut verändern kann mittels so einer Technologie. Ja, genau. Jedenfalls wurde der Präsident dann perfekt imitiert. Und da knüpft das Ganze auch an, weil dieser versucht dann auch, der alte Herrscher Cobra wird dann wieder befreit und die versuchen dann zusammen wieder die Weltherrschaft zu erobern. Genau. Und ja, das knüpft halt perfekt an den ersten Teil an. Genau, und was auch noch ein sehr wichtiges Handlungselement ist, die G.I. Joes werden nämlich vollständig ausgelöscht sofort von dem Präsidenten, weil der natürlich einer von den Cobras ist. Und die einzigen, die überleben, sind drei Joes und halt noch ein paar andere vereinzelte Joes verstreut auf der Erde. Ja. Genau, und die müssen natürlich die drohende Katastrophe von dem Cobra Commander aufhalten. Und darum geht es eigentlich in dem zweiten Teil von G.I. Joe. Sollten wir vielleicht nochmal auf den ersten Teil eingehen? Also, weil wir jetzt gerade im zweiten Teil waren, wie fandest du denn den ersten Teil von G.I. Joe? Also den ersten Teil fand ich richtig gut. Da ging es ja hauptsächlich um die Nanomite-Sprengköpfe. Das war im zweiten Teil jetzt nicht so. Aber im ersten Teil, der war auf jeden Fall sehr actiongeladen und eigentlich voll nach meinem Geschmack. Ja, genau. Also ich muss auch sagen, entgegen von vielen anderen Leuten hat mir der erste Teil auch ziemlich gut gefallen eigentlich immer. Viele Leute mögen den ja nicht, weil der zu übertrieben ist schon und zu viel CGI hat. Aber gerade das mochte ich eigentlich an dem ersten Teil, dass er so extrem übertrieben ist und sich nicht wirklich ernst nimmt. Und ich finde, das ist auch der größte Unterschied eigentlich zum zweiten Teil, weil ich finde, der zweite Teil wirkt um einiges realistischer als der erste. Der ist noch lange nicht so übertrieben. Ja. Und beim zweiten Teil kann man auch dazu sagen, dass ungefähr drei Viertel des Films so eine getrennte Handlung ist, also so eine zweiseitige Handlung. Genau. Zum einen sind wir bei dieser Truppe aus drei Mann, den überlebenden Joes, also die diesen Anschlag überlebt haben. Und zum anderen sind wir immer bei Snake Eyes. Das ist einer der Joes, der zu den Verstreuten gehört. Genau, dieser Ninja. Ja, genau. Und dort wird, der ist gerade bei der Ausbildung eines anderen Ninjas, einer Frau. Und jedenfalls springt man immer so hin und her zwischen den drei Joes und Snake Eyes, und das ist eigentlich ganz gut genau gemacht. Und dem Cobra Commander, der halt die Vereinigten Staaten so langsam übernimmt, ne? Was man natürlich auch erwähnen muss, ist, durch die Auslöschung natürlich von G.I. Joe hat man so gut wie gar keine Figuren mehr aus dem ersten Teil mit drin. Also die einzigen, die wieder auftauchen, sind Snake Eyes und für den weiteren Filmverlauf dann natürlich der Cobra Commander und Storm Shadow, praktisch der Gegenpart von Snake Eyes. Aber da entwickelt sich dann auch noch was relativ Unvorhersehbares, aber da möchten wir natürlich auch nicht zu viel über den Film verraten. Und das fand ich auch sehr schade an dem Film, denn der Duke aus dem ersten Teil ist ziemlich schnell in den Film draufgegangen, leider. Ja, das hat mich auch sehr geärgert. Ich hatte mich eigentlich schon richtig gefreut, den Typen wiederzusehen. Ich hatte mir natürlich kurz, bevor wir den zweiten Teil angeguckt haben, nochmal den ersten angeguckt, war schon natürlich so, und ich hatte mich schon so richtig darauf gefreut, endlich, jawohl, jetzt geht's weiter im zweiten Teil mit der Action. Und dann im zweiten Teil relativ schnell ist er weg vom Fenster, hat mich ein bisschen geärgert, aber na gut. Ja, vor allem, weil bei den drei Joes, die nachher überleben, da ist ja auch ein anderer männlicher Typ noch dabei, aber der hat eigentlich so gut wie gar keine Charaktereigenschaften, finde ich, und er wird irgendwie gar nicht in die Handlung mit einbezogen. Und da wäre es viel besser gewesen, wenn man praktisch Duke hätte am Leben gelassen. Und der praktisch mit den anderen zwei dann auch überlebt hätte. Das hätte ich zum Beispiel viel, viel besser gefunden als so. Ja, um noch ein bisschen genauer auf diese drei Charaktere einzugehen. Also der Anführer von denen ist... Roadblocker hieß der, glaube ich. Ja, ne? Genau. So ein großer, schwarzer, kräftiger. Ja, Dwayne Johnson, ja. The Rock, der Wrestler. Genau. Ja, der hat seine Rolle, finde ich, sehr, sehr gut gespielt, sehr richtig überzeugend. Geil, ja. Und ja, das war auf jeden Fall ein richtig cooler Typ.
Dann war eine Frau dabei und die hat ihren Job eigentlich auch ganz gut gemacht. Ja, und der andere die war halt so, ja, in gewisser Weise Eye-Candy, kann man sagen. Also die war natürlich fürs männliche Auge immer ziemlich gut. So sehr als Charakter war sie natürlich auch nicht entwickelt, aber ich meine, das ist G.I. Joe, was erwartet man. Ja, und von dem dritten, naja, das hat Wenzel ja eben schon gesagt, das war, naja, den hat man nicht so richtig mit eingebunden, der hatte nie so richtig, sagen wir mal, Gefühle. Ja. Ja, also er hatte sehr, sehr wenig Charakterzeichen, ja, genau. Wie gar keine eigentlich, und das fand ich schon ziemlich schade. Was ich aber auch ziemlich cool fand bei dem zweiten Teil war, man merkt schon, der zweite Teil hat im Gegensatz zum ersten Teil einen ganz, ganz anderen Stil. So. Zum Beispiel, der Cobra Commander sieht im zweiten Teil ganz anders aus als im ersten. Aber ich finde trotzdem gut, dass sie das nicht so abrupt gemacht haben, dass er plötzlich anders aussieht, sondern dass sie trotzdem so einen gewissen Übergang drin hatten, vom ersten zum zweiten, wie sie das erklärt haben, warum die Sachen dann plötzlich so anders sind. Und so. Und das hat mir wirklich ziemlich gut gefallen bei dem zweiten Teil von G.I. Joe. Weil ich mag das eigentlich nicht so, wenn es in einem Franchise dann plötzlich so einen Bruch gibt und der zweite Teil ganz anders ist als der erste, ohne irgendeine Erklärung. Von daher fand ich das schon eigentlich ganz gut umgesetzt, so. Ja. Was mir richtig gut gefallen hat, war der Soundtrack. Also die Musik, die hat echt richtig gut zum Film gepasst. Ziemlich rockige Musik, unterlegt manchmal mit so ein bisschen Computerbeats und so, aber war ziemlich cool. Ja, die Story an sich war eigentlich relativ flach. Och, naja, aber ja. Ja, also ja, ich finde schon, aber es reicht natürlich für so einen Film aus, denn was will man bei G.I. Joe sehen? Man will ja Action sehen eigentlich. Ja. Coole Figuren und Action und coole Sprüche. Und ja, wurden da deine Erwartungen erfüllt? Ja, also die coolen Sprüche sind auf jeden Fall drin. Ja. Da, also in diesem Punkt lohnt es sich auf jeden Fall, den Film anzugucken. Und die Action kommt auf keinen Fall zu kurz. Es gibt einen Haufen Ballerei und auch wirklich viele verschiedene Action-Szenen. Es gibt Kampf auf Wasser, es gibt Kampf auf normalem Boden. Dann in der Luft. Ja, mit Schwertern und mit Waffen und Panzern und genau. Alles Mögliche. Boden, also das ist echt schon beeindruckend, was da hingelegt wurde. Ja, zu den Sprüchen muss ich natürlich auch sagen, ja klar, der Humor ist auch wieder in diesem Film, da er nimmt sich nicht zu ernst, zwar ernster als der erste Teil, das kann man auf jeden Fall sagen, aber klar, die coolen Sprüche sind natürlich wieder dabei, gerade von Dwayne Johnson und auch von dem großartigen Bruce Willis als General Joe, der hier mit bei ist. Das wollte ich nochmal loswerden, dass der mit dabei ist. Was die Action angeht, finde ich, war sie auf jeden Fall cool gemacht und hatte auch einen sehr realistischen Touch trotzdem. Aber ich fand, im Gegensatz zum ersten Teil war die Action noch lange nicht so beeindruckend. Weil ich fand, beim ersten Teil, da war die Action so krass an einigen Stellen und so gut gemacht, auch wenn die Spezialeffekte da nicht immer so top waren. Aber ich fand, die Action, die hat richtig reingehauen beim ersten Teil und da war ich beim zweiten Teil vor allem vom Finale ein bisschen enttäuscht, aber auch nur ein bisschen beim Finale. Sonst fand ich die Action auch ziemlich gut. Und die geilste Action-Sequenz war auf jeden Fall der Luftkampf mit Snake Eyes. Das fand ich richtig geil. Ja. Und ich fand auch, das war eine Stelle in dem Film, bei dem das 3D so richtig zum Ausdruck kam. Ja. Naja, und gleich um nochmal auf das 3D zurückzukommen. Also ich finde, das 3D hat sich schon gelohnt, aber es ist nicht wirklich zu vergleichen mit anderen Filmen, finde ich. Ich finde, zum Beispiel bei Hänsel und Gretel Hexenjäger, den wir das letzte Mal im Kino gesehen haben, da hat es sich viel mehr gelohnt. Also man hätte den Film ruhig schon ein Jahr früher rausbringen können, die 3D-Effekte. Gut, es gab auch Szenen, wo das richtig cool war, aber im Großen und Ganzen, finde ich, hätte man das auch weglassen können. Ja, also finde ich auch. Bei dem Film hat es sich nicht wirklich gelohnt, das 3D, alles in allem, finde ich. Klar, bei diesen paar Szenen mit Snake Eyes, vor allem diese vielen Szenen mit den Schwertkämpfen, da kam natürlich das 3D zum Ausdruck. Aber sonst fand ich das jetzt nicht wirklich brauchbar, das 3D, sagen wir es mal so, am nettesten. Mehr habe ich zum Film eigentlich nicht wirklich zu sagen. Nein, ich auch nicht. Gut, dann kommen wir jetzt zur Bewertung. Ja, also nochmal ganz kurz zusammengefasst, ich fand den Film soweit richtig gut, also
die Hintergrundmusik war gut, die Action war gut, gut, das 3D war in Ordnung, hätte nicht sein müssen, aber alles in allem würde ich dem Film ja 7 von 10 Sternen geben. Ja, also ich habe den ersten Teil ja damals 7 von 10 Punkten gegeben. Zwar, weil es ein sehr übertriebener, eigentlich auch ziemlich blödsinniger No-Brain-Action-Film war, aber gerade deswegen mochte ich ihn ja so, weil er so extrem übertrieben war. Den zweiten Teil fand ich auf keinen Fall schlecht, aber ich fand ihn nicht so gut wie den ersten, das muss ich sagen. Ganz einfach, weil ich dieses Übertriebene am ersten Teil so sehr mochte und mir das im zweiten Teil dann doch irgendwo gefehlt hat, leider. Aber trotzdem, man kann sich den Film auf jeden Fall angucken, Action-Fans. G.I. Joe-Fans wird er, denke ich mal, auf jeden Fall gefallen. Und ich gebe dem Film 6,5 von 10 Punkten. Damit liegen wir ja gar nicht mehr so weit auseinander. Nee. Mal, ne? So wie letztes Mal. So dann. Als nächstes werde ich im Kino vielleicht Oblivion schauen, wenn es hinhaut. Und sonst sieht man uns beide auf jeden Fall bei Iron Man 3, denke ich wieder, ne? Auf jeden Fall. Bis dann, yo Joe. Und wenn ihr an dem Film interessiert seid, dann klickt euch noch meine Kritiken zu Transformers 1 und 2 und natürlich dem ersten Teil von G.I. Joe.